Hallo zurück, ihr absoluten Legenden. Der Pate Bino machte mich darauf aufmerksam, dass sein Clip ja noch gar nicht gesendet wurde. Leider komme ich nicht in jeder Woche dazu, alles zu zeigen, ganz im Gegenteil sogar. Aber wenn mich einer so lieb fragt, dann hier, extra für dich. Völlig bescheuert. Unschwer zu erkennen geht es hier um einen echten Klassiker, zu spätes Einscheren. Erkennt man jedoch seinen Fehler, dann tut man was? Genau, einfach auf der Autobahn stehen bleiben. Was soll schon passieren? Und wenn es mal wieder etwas länger dauert, dann könnte man ja auch einfach noch ein Zelt aufschlagen oder sowas, also echt sowas Dummes. Hier nun ein Clip, den ich einfach mal mit etwas mehr Speed laufen lasse, denn sowas sieht man doch einfach mal gerne. Achtet auf den LKW vor uns. Ob der es dann noch geschafft hat? Wir werden es nicht erfahren, denn für uns geht der Spaß hier zu Ende. Der Typ vor uns hat auch echt die Schnauze voll. Ich bezweifle irgendwie, dass der hier eigentlich runter musste. Der hat sich quasi dann ergeben. Dieser Clip erhielt vom Einsender den Titel Die Monster Energy Brigade. Naja, ansonsten echt krass gefahren, voll durch die Pfütze und so. Wow. Hier wird uns gleich eine C-Klasse beweisen, dass Abbiegen nicht im Blut der Benzer liegt. Oder die Vorfahrt eben eingebaut ist, kann ich beides bestätigen. Bin ja selber Benzer, wir können das einfach nicht. Autofahren können wir nicht. Sag mal! Naja, ich möchte euch hier mal kurz meine Vermutung zu äußern. Warum fährt die C-Klasse uns wohl rein? Ich kann natürlich nicht in die Köpfe der Menschen reinschauen, aber der Fahrer schaut sicherlich in unsere Richtung, sonst wäre er womöglich dem Laster schon reingeknallt. Er sieht aber auch, dass wir blinken. Ich bilde mir also ein, dass der Benzer zu dem Schluss gekommen ist, ah, der biegt ja ab, dann kann ich ja auf die freie Vorfahrtsstraße einscheren. Dass wir hier allerdings im Rechtsverkehr liegen und wir noch an der C-Klasse vorbei müssen, wurde dabei jetzt außer Acht gelassen. Nice. In diesem bereits vorverpixelten Clip wird uns der rote Mini gleich versuchen, rechts zu überholen. Wann, fragt ihr euch? Ja, ich mich auch, denn da fehlte jetzt wohl etwas die Leistung. Neben uns, das hat er noch geschafft, aber dann war Feierabend. Ob der damit seine Lektionen gelernt hat? Schauen wir mal in die Innenraumcam. Hier überholen wir den Mini. Dieser schert wohl auch direkt hinter uns dann zu eng ein. Man sieht den Hintermann die Lichthupe verwenden. Dann kommt es zu diesem Rechtsüberholungsversuch. Hier sieht man richtig schön, wie er verkackt. Also Lektion gelernt, Fragezeichen, denkste. Hier kommt er erneut von rechts. Und nochmal verkackt. Was für ein Idiot. Als idiotisch kann man auch dieses Hinterhergeschleicher in diesem LKW bezeichnen. Warum macht man sowas? Windschatten? Um sich jetzt 3 Cent beim nächsten Tankvorgang zu sparen? Um den LKW-Fahrer zu nerven mit, haha, ich bin jetzt tot? Klärt mich mal auf, verstehe ich nicht. Ja, dieser Clip vom Fleischi ist schon wunderbar vorkommentiert. Ich lasse das einfach mal so laufen. Was? Und warum kommt der? Weil er alles scheiße ist. Er hat da irgendwie nur Kacktouren und so. Alles direkt. Alter, bleib doch mal in der Spur, du Penner! Jet-Arschloch!
Was macht der? Ja, mit dem Handy! Idiot! Arschloch! Aber das Handy in der Hand! Und Fleischi behielt leider recht. Ein Glück fährt dieser LKW keine entflammbaren Flüssigkeiten oder sowas. Da sind die Wish-Bestellungen schon wichtiger als der Verkehr. Das kann man, finde ich, schon irgendwie nachvollziehen. Nicht so ganz jedoch nachvollziehen kann ich, wie man das Auffahren so geil verkacken kann, dass der Fließverkehr sogar komplett zum Stillstand kommt. Das habe ich gefühlt jetzt schon mal irgendwo besser gesehen. Ihr auch? Also echt, so Idioten. Dieser Radler hat sein Geschlecht behördlich zum Motorradfahrer ändern lassen. Blöde nur, dass man sich dann trotzdem einen abstrampeln darf, nur um auf Speed zu kommen. Und das mit dem Abbiegen müssen wir, glaube ich, auch noch einmal durchkauen. So über den Gegenverkehr geht besonders als Motorradfahrer nicht mehr. Der nächste Clip kann wunderbar durch ein einziges Bild beschrieben werden, zum Beispiel dieses hier. Och nö, die arme Kuh, am falschen Platz gespawnt. Och nö. Am falschen Platz überholt hat dann auch dieser Fahrer hier. Definitiv zu eng, das macht er bestimmt sobald erstmal nicht nochmal. Naja, das war immerhin etwas besser. Das wiederum kann man jetzt nicht so direkt von dem Minifahrer hier behaupten. Der hätte uns um ein Haar frontal mitgenommen. Aber wisst ihr was, meine absoluten Legenden, das war's schon. Kurz und schmerzlos, Hauptsache gesund. Nächste Woche geht es weiter, versprochen. Bis dahin, ich freue mich auf eure Kommentare. Wir nähern uns nun schon den 20.000 Subscribern und ich bin drauf und dran, ein Special für euch zu drehen. Das aber erst geht, nachdem wir umgezogen sind. Aber es könnte da jedenfalls bald etwas kommen. Bis dahin, bleibt alle heile, Abstand halten und Dashcam an. Und ich hoffe, dass er jetzt aufgenommen hat. Ich nehme das Skript nämlich gerade zum dritten Mal in Folge auf. Ja, hat er.